Was ist denn hier schon wieder los? Was ist denn hier schon wieder los? So, jetzt pass auf. Da geht's weiter. Guten Tag, der Uwe aus Thailand. Die nächste Arbeit ruft. Lee soll nicht hier unausgelastet nach Hause fahren. Das nächste, was wir hier noch vorhatten, war hier der Ablauf von dem Teich 1. Da ist ja auch so ein Sicherungsnetz davor, dass die Fische, wenn hier Hochwasser ist, im Teich, ne, wenn dann voll ist in der Regenzeit, es gewittert und dann läuft das ja alles voll hier. Ne? Und da müssen die Fische ja drin bleiben hier in dem Teich. So. Das Netz muss natürlich sitzen. So, und das sitzt jetzt nicht mehr. Und das ist auch nur so ein alter Holzrahmen, den man hier mal vor, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das schon ist. Dann nicht. Der ist auch schon durchgefault und jetzt kommt da auch Metall dahin. Mit Beton wieder arbeiten und es wird dann ein vernünftiges Netzchen gemacht, dass die Fische dann da auch nicht mehr abhauen können. Das machen wir heute. Obacht! Mit die kleinen Racker arbeiten. Schön. Also, klar, ne? Also hier Ablauf ist schon mal klar. Wir sind jetzt ja in der Trockenzeit, ne? Er stand am Rechnen. So. Juli. Have a evening. Ja, sicher. Afit. Bye bye. Afit, bye bye. Dann hauen die da ab. So. Das heißt, wir haben jetzt Trockenzeit. Oh, mein Bruder. Oh. Bei mir allein. Ja, das geht nicht, ist klar. Ne? Also. Das funktioniert nicht. Hier ist der Ablauf dann und hier Wasser runter. Habe ich euch schon ein paar Mal gezeigt in der Regenzeit. Ne, hier ganz Kanal voll. Die Fische müssen drin bleiben. So. Das ist natürlich alles. Have a landing. Du fit go to the pump. Have a landing. Du fit go to the pump. Die gehen erstmal im Teich 2. So, da haben wir schon abgesichert. Ist ja da schon mal gut. Und Teich 3 auch nochmal. Ne? Also die bleiben schon bei uns auf dem Grundstück dann da. Ne? Nur die sollten natürlich hier in dem Teich drin bleiben, wo sie hingehören dann. Ne? So. Jetzt ist das natürlich alles hier schlabberig. Und das muss jetzt hier raus dann. Da, ne? Das muss mal richtig jetzt gemacht werden. Dann, ne? Und heißt mit Beton machen hier. Der ist auch gewachsen, so wie die Sau hier. Ne? Hat idealen Platz hier. Yucca. Ja, der wächst auch überall. So. Alles weg, alles rausreißen und neu machen mit Stahl. Was noch gut ist, sind die Ständer da, die kann man noch verwenden hier. Man macht sie oben drauf nochmal Stahl nochmal drüber. Und dann kommt es weg hier, dann kommt hier. Ich habe nur Edelstahldraht, habe ich noch. Vom Foliere. Edelstahl rostet nicht, ne? Lässt dann dahin und gut ist. Eine Frage, Paul. Löst das irgendetwas bei Ihnen aus? Haben Sie dabei Gefühle? Sind Sie pyromanisch? Also irgendwas stimmt doch nicht mit dir, ehrlich. Irgendwas stimmt doch nicht mit der Frau. Jedes Mal, überall, wo sie geht und steht, du machst sie erstmal Feuer. Das ist nicht mehr normal. Sag mal, brauchen Sie Hilfe? Brauchen Sie keine Hilfe? Das ist krankhaft. Ich frage ja nur. Hier, guck mal hier. Feuerzeuge in der Tasche. So, auf jeden Fall alles raus. Der Weg ist frei. So soll es nicht sein. Wir haben auf jeden Fall schon mal Metall geholt. Es war kein Metall mehr da. Es war alles leer. Und dann kann man gleich auch noch den Ständer hin machen. Da. Von Handy. Da. Wer stört die Aufnahme? Keine Ahnung. Lauf. Nein. Da kommt noch ein Ständer dahinter. Ne? Da runter. Bei dem Dach, ne? Das hatte ich ja schon letzte Woche. Ja, besser.
besser machen mit Stahl. Ne? Sehr schön. Die eine hinten, ne? Da war lang. Hier hinten haben wir noch eine. Ich habe hinten keine mehr. Diese dicken habe ich nicht mehr. Die habe ich nicht mehr. Da muss einer hin, auf jeden Fall. Ja. Da muss auf jeden Fall. Unten einer hin, unten. Ne? Das Wasser kommt ja. Das Wasser kommt so bis, ja, wenn es hochkommt, so bis dahin, so ne, bis hier, ne? Ungefähr ja. So bis dahin. Ne? Also muss da also auf jeden Fall hier noch ein Eisen hin, hier hin, ne? Auf dieser Höhe noch. Weil so hoch kommt das Wasser nicht, ne? So hoch nicht, ne? Aber so kommt es dann schon, wenn es mal ordentlich schüttet, ne? Kann sogar noch höher kommen. Ne? Weil wir hatten ja auch schon, wenn es richtig schüttet, ne? Da oben dann drüber, ne? Über die erste drüber hier, ne? Das ist egal, macht nichts, ne? Oh, der ist schon ganz hohl, ja, guck mal. Der ist schon ganz hohl. Hau nicht auf die Füße hier. Dann wies ihm ihn zu, ne? Ja. Schon ganz hoch, ich bin ehrlich. Du. Das hört man richtig, ehrlich. Du. Was mache ich Geräusche hier? Was mache ich Geräusch? Die Vögel hörst du ein bisschen hin, du ehrlich. Sagte, irgendwas stimmt mit der Frau nicht. Irgendwas ist mit der Frau. Telak. Ja, ich weiß schon. Ich weiß schon, was mit dir ist, Porn. Ja, was willst du machen? Jeder hat hier sein Kreuz zu tragen, gell? Ja, Porn, ist das schön zum Feuer gucken? Schön, ja. Herrlich. Das passt von der Höhe. So hoch kann er schon steigen dann, ne? Also wenn wirklich jetzt Gewitter mal kommt, ne? Dann ist das wieder so voll dann, ne? Schön. Oh. Fort, ne? Fort, ne? Also Schweißnähte mal kontrollieren hier, gell? Schweißnähte mal kontrollieren hier. Daneben. Alles, Sampon. Okay, gut. No.
No good, no good. No good. Dann lassen wir weg den Test, dann sind wir mal tolerant hier. Traut auch nicht zu. So. Wir haben richtig Farbe drauf. Und einen Pinsel gehabt. Du musst ja schon wieder hier. Bisschen warten. Und dann machst du gleich nochmal drauf. Oder morgen nochmal drüber. Und dann kannst du selber machen, dann ist gut. Dann sieht das wieder schön aus, ne? Tja. Gut. Das sieht doch schon viel schöner aus. Gestrichen. Das kann man nachher noch mal ein bisschen sogar noch mit Silber noch mal drüber spritzen, wenn man möchte. Ne? Ein bisschen hübscher aussieht hier. Jetzt macht ihr hier den Draht hier in dem düpp, da unten rein hier. Gut. Zement, ja genau. Zement rein, gut rein. Und dann ist gut. Und dann kommt aber dann noch ein Netz davor. Ich kenne das schon. Boah, das ist nämlich viel zu groß, weil da gehen die ganzen Jungfische raus. Das kannst du nicht machen. Ne? Es ist auf jeden Fall Edelstahl. Ja. Und dann schneiden noch, ne? Mhm. Noch schneiden. Und gut ist. Das ist teuer, Edelstahl ist verdammt teuer, ehrlich du. Ne? Oder werden die nicht schneiden, dann mit Kippen. Ne? Ja, das kann man aber nicht so verschwenden, Porn. Das kostet doch alles Geld. Edelstahl ist so teuer hier. Ne? Ja. Also, ich habe einen Teebohnen. Ja. Ich habe einen Teebohnen. Ja, nicht so wie in der Foliere, ne, wie ihr da hinten gemacht habt, weil die Sonnensittiche, da haben sie nichts geschnitten, da haben sie alles umgelegt, gedoppelt und dreifach da, was kostet die Welt, scheißegal, ne? Die sind so teuer. Ja, andere, nicht so teuer. Andere ist auch teuer, mein Schatz, das kostet alles Geld, ja? So, da kommt der Schwabe wieder durch hier, gell? Schwabe. Kennst du keine Schwaben mehr? Wo hast du denn hier 5 Jahre lang jetzt gewohnt? In Allee. Deutschland, wo? Alle. Ela, will ich. Kila! Da hatte ich einen Arbeitskollege beim Daimler, so ein Italiener. Und der sagte immer da, Schwabe kann er du. Schwabe kann er du. ตัดไปก่อนเถอะมันยาวเลยมัดตรงกลางเลยกันให้ฮารีตัดมันติดแบบนี้เฮ้ยเออมันเอาเสานี่ไปเถียงนี่มามันก่อนบ่ได้โดนปีเดียวมันก็หลุดอ่ะ so hier wegenLetzte Mal hier auf dem Dach, da Teil 2, von wegen mit Aircondition hier, ne? Durfte nie mehr anziehen, jetzt die Hose, hat meine Frau mich geschimpft, hat sie gesagt, wir sind ein seriöser Kanal und kein Schlüpfer-Video-Kanal. Deswegen habe ich die Hose dann nicht mehr anziehen dürfen. Muss ich neue anziehen. Da lacht der Vogel. Stinkemuser! Spray, muss stinken. Das wieder hier, die Tüte da drin. Irgendwas hat er gesehen. Irgendwas hat er da in der Kante drin jetzt gesehen. Nicht mal in der Kante. So, und hier unten in der Kante machen wir Silikon rein, ne? Ist klar, ne? Silikon, ne? Silikon. Silikon. Zement. Nö, Silikon besser, oder?
Adolf. Da, hier kommt. Der alte Jäger. Irgendwas hat er da drin gesehen. Ich weiß nicht, was denn hier? Schlange oder was? Halt mal den Kopf weg hier. Weg. Durchbaddeln. Und nicht genug. Test nicht bestanden. Das heißt, da unten muss noch. Noch mehr. Ja. Die ganze. Muss alles mal hier. Hier alles wegschieben. Warte, ich schieb hier rum. Menzi. Dankeschön. Dankeschön. Ja. Horn. Das war die richtige Arbeitshaltung. So. Hund sucht immer noch nach die Schlange. Ach. Ja gut, eigentlich braucht er ja nicht mehr drüber dann da. Ne? Ich meine, der ist ja von der Öffnung her ist der ja fast gleich wie das Edelstahl. Ne? Der muss ja gar nicht mehr drüber hier, ne? Warte mal. Aber ich habe noch Schwarze da, wenn ihr noch was haben wollt. Ja. Ein Bar. Achso, Geduld hat er, ne? Das muss man sagen, du, Geduld hat er, du. Da geht die nicht da. Ey! Ja. Irgendwas hat er da drin gesehen. Ich weiß nicht was. Ja, also das Grüne hier, okay, ist aber leider nicht genug. Ach, dann nehmen wir noch der Schwarze hier, das ist doch auch gut. Warum der nicht rüberkommt, weiß ich jetzt auch nicht. Juan! Ne? Also von der Körnung her ist das ja fast gleich geholt. Ja, gut, okay, ein bisschen kleiner schon. Na, ja, gut. Der kommt ja auch noch drüber hier, der. Ach, na, ja. So, wie sehen wir denn jetzt hier aus? Ach, schön sieht's aus, ehrlich, richtig schön, du Porn. Aber ich glaube, es sieht so schön aus, wie die Fische bauen. Alles hier das probieren und testen. Du, au, piekt. Ah, nicht gut. Kira, was tust du denn wieder? Da kommt er. Jetzt pass auf. So, hier. Im Kalamang. Hat aber viel gemacht hier, du. Hast du viel gemacht hier, du, im Kalamang. Brauchen wir so viel? Ach, die machen wir auch noch dran heute. Den Ständerle hier, den Ständerle noch machen da. Ständerle. Da kommt der Ständerle hin, ne? Sagt die auch schon dann da. Warte mal, Fingerle da. Da runter. Das Dach da auf Seite ein bisschen schlabberig, ne? So, rin mit Zement. Endlich wieder Beton machen hier. Ja, sei mal nicht so geizig, gell? Immer Druck damit. Man gleich ein Loch anfangen, dann ja. Stein. Hier nur Zement. Ach, hier macht noch eine Steine auch noch hin. Ja. Oh, das wusste ich jetzt gar nicht. Ach, deswegen so viel Zement. Und wenn ich das jetzt mal wieder raus muss, was ist dann? Die hier mein Kapuzier. Ja, dann hast du es ja aber mit zugemacht, mit Stein, mit Mauer. Schön. Oh, ist ja misslich. Ich habe gerade geguckt, wir haben gar keine Steine mehr. Rote Steine haben wir gar nicht mehr da. Die sind leer, die sind alle schon aufgebraucht dann da. Und jetzt haben wir die gar nicht da. Die dicken Steine will ich auch nicht hinpacken da, weißt du, wenn wir das so hoch machen, dann ist auch blöd, dann haben wir wieder einen anderen, ne, haben wir einen anderen Wasserstand hier da, ne? Und wenn der Wasserstand hier dann wieder zu hoch ist, dann läuft das dann da alles ganz voll und läuft gar nicht mehr ab dann da, ne?
Deswegen muss das dann schon so von der Höhe muss das dann auch schon stimmen hier. Ne? Ah, schön, schön gemacht, schön. Wie lange hält das? 10 Jahre, ne? Aber keine 1000 Jahre, ne? Ne, ne, das Dach hält 1000 Jahre. Und das hält nicht so lange. Darauf gebe ich nicht lange Garantie. 2 Jahre. Ah ja, wir haben ja Zeit. Können wir wieder was neu machen? Da ist ja keine heißen Namen. Wird uns ja langweilig sonst hier. Arbeiten angesagt. Was ist das hier? Was ist das hier? Was ist das hier? Hm? Oh. Was ist das hier? Das ist alles hohl. Wo gehen wir? Ja, alles hohl. Solche Arbeiten kannst du nur in der Trockenzeit machen. Sonst geht's nicht mehr. Das Loch noch voll machen da hinten. Hammer, oder? Hammer? Hab ich. Ich hab Hammer. Bitte nicht, bitte nicht. Alles hohl. Alles hohl. Ja, das kam nämlich hier schon raus, hier. Da kam es raus, da. Schutzbrille? Du? Jetzt, ich sag gerade Schutzbrille und in dem Augenblick, du Butsch, siehst du? Siehst du? Eigentlich dachte ich jetzt an meine Gattin hier, von wegen Schutzbrille, und er kriegt's ab hier. Tja, so ist das. Alles wieder verwendet hier. Nichts umkommen lassen. Moin. Alles hohl. Endlich wieder Beton machen. Schön, alle ordentlich Steine drin, du. Gesunde Mischung, alles von Hand gemischt. Alles von Hand getragen. Schön, mein Schatz, schön. Da lacht der Vogel. So, Lee, feed, no, tell, Nampung, Leo. No, Ali. Nichts mehr Nampung. Nichts mehr Nampung hier. Nee, die werden ja nicht zum Nampung, werden sie nicht gegangen. Ne? Die werden ja erst hier mehr raus und dann im Teich 2 und dann haben wir immer noch den Teich 3 immer noch zur Sicherung dann da. Ne? Dass wirklich da keiner abhaut. Ne? So mal die Theorie. Ella hat den Ball und gibt nicht. Sie gibt nicht. Nein. Und? Oh, zumachen da vorne. Ja, da schön zumachen. Da ist ganz wichtig gewesen vorne.
schwer, wa? Ja, das kannst du gut. Das kannst du gut. Mach da noch hin, hinten, da wo gerade auf war. Ja. Da. Ja, ja, ja. Meine Fuß? Die hier. Oh, jetzt nicht mehr. Jetzt komme ich nicht mehr aus. Da war der Peter Pong. Oh, 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 Elad, Elad, working. Ich muss jetzt mal abspritzen. Heiland, zack. Meine Füße abspritzen. Nee, 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 nee. Voll durch den Zement durch. Einwandfrei hier. Was macht ihr jetzt denn hier? Pass auf, die Ecke noch, was ich gesagt habe hier. Und da noch ein Ständerle drunter hier. Oben, oben, oben. Da muss viel höher noch. Na, kommt da nicht höher. Das ist Ding da. Weil es halt doch so weit drüber hängt dann da, weißt du. Und dann noch ein bisschen, ne, wenn... Besser noch Stütze drunter machen, ne. Besser ist das, ne. Ah, mit seinem Spezialgurt wieder. Schön, schön. Was er da jetzt gebaut hat, ja, also. Da sind jetzt ein paar Eisen reingebohrt. Dann so ein Körbchen drum zugelegt. Und ja, ein bisschen kurz gemacht, gell? Nee, oben, oben. Ja, da hat er ein bisschen. Guck mal, da hängt das Ding ja ganz frei hier. Dreimal abgeschnitten, noch zu kurz. Ja, das hält. Das Schweißen hält. Ja, ist ja nur noch mal eine Sicherung. Ne? Dann kommt da noch mal ein Betonkörbchen noch mal drum. Ne? Bisschen Beton auch noch machen. Ne? Ja. Erstmal noch gesichert hier. Mit Bambus. Ach, Bambus ist das Allerbeste in Thailand. Du. Mit Bambus kannst du alles machen. Auch ein Dachdecken. Schon fertig. Gute Mädchen. So Jungs und Mädchens, das war's wieder für heute. Kleine Reparatur. Wie gesagt, also nur in der Trockenzeit ist das zu machen hier. Ne? Und wir sehen uns dann morgen wieder mit einem neuen Teil aus unserem Leben. Was genau, weiß ich noch gar nicht. Aber nicht vergessen, teilen, liken, kommentieren, abonnieren. Der Uwe und die Porn und der Lee aus Thailand. Abo-Button ist unten rechts zu finden. Drücken. Und dann bis morgen. Ciao. Vergesst like, share, und subscribe, und die Tanne, ne, ka, für den Gelangzeit, ka, Uwe und Porn, ka, 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 Tschüssle, ha, Brelle, Servut, bitte Ruhe, und Fiat, und Tschüssle. Und Tschüssle, ciao. Tschüss, ka, ka.